Um kurz vor 15 Uhr Ortszeit eine Explosion auf der Zielgeraden beim Boston-Marathon. Zu diesem Zeitpunkt hatten etwa 17.000 Teilnehmer das Ziel erreicht. Wenige Sekunden später eine weitere Detonation. Die Rettungskräfte sind sofort zur Stelle. Sie sind sowieso vor Ort für die Marathonläufer. Ich hörte zwei große Explosionen, dann sah ich eine riesige Rauchwolke. Glassplitter flogen umher. Die Leute rannten kreuz und quer. Die Druckwelle war so stark, es fühlte sich an wie ein Kanonenschuss. Die Wucht der Bombe hat mich zu Boden geworfen. Dann versuchten alle, sich in Sicherheit zu bringen. Es brach Panik aus. Alle schrien. Ich lief intuitiv zum Tatort. Dann explodierte eine weitere Bombe. Es ist Patriots Day in Massachusetts, ein Feiertag. Beim diesjährigen Lauf in Boston waren rund 23.000 Läufer gestartet, unter ihnen 250 Deutsche. Bei den Explosionen nahe der Ziellinie sind nach bisherigen Angaben 3 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt worden. Wir wissen bisher nicht, wer das getan hat oder warum. Wir dürfen jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber wir werden die Schuldigen finden und zur Rechenschaft ziehen. Von Terrorismus spricht Obama zwar nicht, aber für das ganze Land gelten, wie hier in New York, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Über Boston wurde zusätzlich der Luftraum gesperrt und zeitweise das Handynetz abgeschaltet, um zu verhindern, dass weitere Bomben per Fernzünder ausgelöst werden. Es gab noch ein Feuer in der John F. Kennedy Bibliothek. Dabei wurde allerdings niemand verletzt. Wir wissen noch nicht, ob es einen Zusammenhang mit den Anschlägen gibt. Wir sind noch mitten in den Ermittlungen. Ein erster Erfolg, 2 weitere Bomben konnten entdeckt und entschärft werden. Die USA sind im Alarmzustand und unter Schock.